Ja, hallo alle zusammen, mein Name ist Björn Schremm von der Firma Wohn in VS Immobilien und im heutigen Video haben wir 5 Praxistipps für Mietsuchende. Ja, schon wieder ein Samstagmittag vergangen, leider die Wohnung nicht erhalten, am Montag nachtelefoniert und eine Absage für die Mietwohnung bekommen. Abseits davon, dass der Mietmarkt sehr angespannt sein kann oder dass es in gewissen Gebieten einfach auch sehr schwierig ist, eine Immobilie zu finden oder eine Mietwohnung zu bekommen, kann das natürlich auch noch andere Ursachen haben. Wir haben auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass einfach die Leute mit vielleicht einer gewissen Haltung zu so einem Besichtigungstermin kommen und einfach vielleicht manchmal vergessen, dass das ein bisschen so wie ein Einstellungsgespräch in der Firma ist. Weil der Vermieter entscheidet letztendlich, wer die Wohnung bekommt. In Ballungsgebieten sieht es natürlich nochmal ganz anders aus, da ist ein sehr, sehr hoher Andrang, da entscheidet sich das alles nochmal ein bisschen anders. Aber gerade bei uns im eher ländlichen Bereich oder mittelgroßen Stadtbereich, da merkt man das ganz oft. Das heißt, Tipp Nummer 1 in dem Fall, einfach mit einer gewissen Haltung dem Vermieter gegenübertreten, weil letztendlich ist es wie ein Chef in der Firma, er entscheidet, ob er euch einstellt, er entscheidet, ob ihr die Wohnung bekommt. Und wenn er einen guten Eindruck hat, dann hat man einfach auch bessere Chancen, diese Wohnung zu bekommen. Ja, zu einem guten Eindruck gehört natürlich auch eine gute Vorbereitung. Das heißt, der Samstag rückt näher oder der Abend zur Besichtigung ist da. Der Vermieter steht in der Tür, das erste Kennenlernen. Und genau da empfehlen wir einfach, vielleicht eine Mappe dabei zu haben mit den nötigen Unterlagen. Das heißt, was gehört zu den nötigen Unterlagen? Wir empfehlen einfach, eine Selbstauskunft dabei zu haben. In die Selbstauskunft, die kann man sich aus dem Internet ausdrucken. Einfach Google Selbstauskunft PDF drucken. In die Selbstauskunft gehört rein, wer bin ich, was mache ich, meine Telefonnummer, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Tiere. Also einfach die grundlegenden Daten zu einem, dass der Vermieter weiß, okay, mit wem habe ich es denn überhaupt zu tun. Dann sollte nach Möglichkeit in der Mappe die Schufa sein. Die Schufa bekommt man ebenfalls im Internet, lässt sich aber auch telefonisch beantragen, kostet ein kleines Entgelt. Aber einfach da schaffe ich Transparenz dem Vermieter gegenüber und kann sagen, schau, meine Verbindlichkeiten, die bezahle ich immer pünktlich und zuverlässig. Ich habe eine saubere Weste. Auch bei Verbindlichkeiten, die da drin stehen, die können positiv sein, sofern man diesen Darlehen oder die Verbindlichkeit einfach regulär bedient. Dann empfehlen wir zum Beispiel einen Arbeitsvertrag oder die letzten 3 Lohnabrechnungen. Völlig autark davon, wie hoch diese Lohnabrechnungen sind, wie lang dieses Arbeitsverhältnis schon besteht. Man kann sagen, schau her, ich bin berufstätig oder schau her, ich habe das und das Einkommen und der Vermieter weiß einfach, Mensch, da ist schon mal alles sauber dabei. Dann nochmal ein kleiner Tipp, den haben ganz viele so gar nicht auf dem Schirm. Ich empfehle zum Beispiel einfach den jetzigen, aktuellen Vermieter, sofern man nicht unbedingt irgendwie aus einer stressigen Situation die Wohnung verlässt oder verlassen muss. Ich empfehle vom bisherigen Vermieter einfach vielleicht eine schriftliche Auskunft darüber, Herr Mustermann hat die letzten 3 Jahre seine Miete ohne Mietausfall pünktlich bezahlt, weil auch das macht einfach einen ganz guten Eindruck beim zukünftigen Vermieter. Ja, wenn wir schon beim Punkt Vertrauen, Sicherheit schaffen sind, dann kommt der nächste Punkt ganz gelegen und zwar Punkt Nummer 3, die Kaution. Jeder weiß, der eine Mietwohnung sucht, wenn ich eine Wohnung beziehen möchte, wird eine Kaution fällig. Die Kaution ist eine Sicherheit dem Eigentümer oder dem Vermieter gegenüber. Im besten Fall bekommt man die natürlich beim Auszug wieder zurück, sofern man die Wohnung in einwandfreiem Zustand verlässt. Bei der Kaution empfehlen wir einfach im Vornherein, wenn das finanziell machbar ist, die am besten schon parat haben und sagen, hören Sie zu, ich kann bei Einzug die erste Miete bezahlen und die 2 Kaltmieten Kaution, das macht einfach einen guten Eindruck. Und falls es finanziell nicht machbar ist, gibt es eben so Lösungen wie so ein Mietkautionsdarlehen oder sowas ähnliches, dass man sich einfach schon im Vorfeld dafür schon mit beschäftigt, dass wenn man einzieht, man gleich sagen kann, schauen Sie, in der und der Art und Weise bezahle ich Ihnen die Kaution, einfach zum Sicherheit schaffen. Ja, der vierte Punkt, der passt ein bisschen zu Punkt 3, und zwar waren wir ja gerade beim Thema Kaution. Punkt Nummer 4 ist das Übergabeprotokoll. Ganz wichtig, wenn man diese Wohnung bekommen sollte oder sie bekommen hat, sollte man sich darum bemühen mit dem Vermieter oder generell darauf achten, dass ein Übergabeprotokoll erstellt wird. Das ist in der Regel gar nicht so umfangreich, da reicht einfach eine Seite mit verschiedenen, manchmal ist das auch unterteilt, Küche, Bad, Wohnzimmer etc. und schreibt einfach jeden Mängel auf, den man findet. Einfach um vielleicht einen gewissen Ärger vorzubeugen, der einen in ein paar Jahren trifft, weil wie ist es dann so oft, man zieht nach vielen, vielen Jahren aus dem Objekt wieder aus und ja, das war aber noch nicht davor und ja doch, das war schon, ja, aber das da war da der Makler dabei, der kann das doch bezeugen. Gerade da empfiehlt sich Übergabeprotokoll machen, genau reinschreiben, welche Mängel einem auffallen, welche schon war, um am Ende auch wieder die Kaution herauszubekommen. Ja, Punkt Nummer 5, letzter Tipp für euch, ist das Gehalt.
Warum Gehalt? Und zwar hat sich das einfach aus der Vergangenheit schon gezeigt. Viele Statistiken sagen das auch. Man sollte nicht mehr als ein Drittel seines Nettogehaltes für die Wohnung ausgeben. Wenn der Fokus nicht auf dem luxuriösen Wohnen liegt und man sagt, nein, ich brauche einen Aufzug und ein Bad und einen Fernblick und möchte das alles haben, dann ist natürlich was ganz anderes. Aber für das normale Wohnen sollte man nicht mehr als ein Drittel seines Gehaltes ausgeben. Und das ist einfach so ein Richtwert, weil dann verliert man seine Finanzen auch nicht aus dem Blick. Ja, das waren unsere 5 Punkte für Mietsuchende. Es wird vielleicht nochmal ein Video geben mit weiteren Punkten. Wir hoffen, dass der ein oder andere Punkt dabei war, der die Suche etwas vereinfacht. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach auf Liken und Abonnieren klicken und bis zum nächsten Mal.